Servus und Habeterin. Willkommen bei einem absoluten Sauwetter. Irgendwie hat es in der Nacht zu regnen angefangen und ich bin immer rechtzeitig ins Bett gekommen. Und deswegen macht es euch gemütlich, holt euch was zum Trinken. Jetzt wird eine Runde Medieval Dynasty gezockt. Uiuiui, ja so ein Mist wieder. Leid, ich sag's euch. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Charlie, du, hey, wir weißen, bringen wir die in den Stall? Obwohl, du musst mir helfen, gell? Da hat noch Stock und Federn und ein paar Steine drin. Ich habe nämlich in der Nacht wieder was gemacht. Inklusive einem nicht mehr vorhandenen Hammer. Einen nicht mehr vorhandenen Hammer. Den müssen wir ersetzen. Genau. Es ist wieder soweit. Herrlich, ja, so ein Mist wieder. Das ist ja der Wahnsinn. So. Einen Bronzehammer gibt's jetzt. Wie viel normale Hämmer haben wir noch? Wie viel Holzhämmer haben wir noch? 12 Stück. Ja, dann nehmen wir uns mal einen, ne? Oder ich könnte mir natürlich auch einen Bronzehammer krallen, gell? Der ist halt viel schwerer, oder? 4 Kilo? Was hat denn der? 12 Kilo. So 1 Kilo. Achso, die haben alle nur 1 Kilo. Passt. Ist immer addiert. Nee, der hat 2 Kilo. Das heißt, ich kann 1 Kilo weniger tragen. Naja, das machen wir nicht. Freunde, das machen wir nicht. Einer reicht. So, ich habe unten schon mal was hergerichtet. Und ich würde dann blablablablab auf die 2. So, komm. Boah, ist das ein Mist wieder. Ja, ich hoffe, dass das wieder aufhört. Ja, so ein. Naja, wisst ihr es ja. Oh, was ihr noch unbedingt schauen wollte, ist, haben wir mehr Tiere. Wir haben wieder 3 Hühner, 2 Gänse, 2 Schweine. Also wir haben nicht mehr. Wir haben jetzt hier keinen Nachwuchs mehr gekriegt im Winter. Naja, kann ich aber auch verstehen. Das wäre schön, wenn wir hier Schweinchen hätten. Und unser Esel, der braucht natürlich auch eine Eseldame. Ja, mal schauen, wie weit das mal kommt. So, wir bauen hier mal weiter. Ich habe in der Nacht noch ein bisschen was zusammengezimmert. Und habe natürlich auch noch so das ein oder andere schöne Ding so noch erledigt. Das seht ihr aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt zimmern wir mal da das Hausdach drauf, damit es hier nicht so reinregnet. Oh, das war natürlich jetzt nicht so gut, dass jetzt hier das Regnen angefangen hat. Da ist die ganze Bude nass. So, mal da einen Deckel drauf. Hier machen wir noch den Stein dran. Na komm. Zack. Sehr schön. Zack. So, dann ist nämlich da oben das Richtfest erledigt. Dann regnet es nämlich schon immer rein in die Bude. Das ist nämlich nichts. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Häuserl und dann ist da, wird da Meter hochs Wasser drin. Zack, zack. Sehr schön. Dann machen wir innen drin noch schnell das Gebäck. Ach, herrlich. Oh. Hört man schon viel weniger, dass draußen so regnet, ne? Da, fertig. Sehr schön. Dann können wir hier auch wieder Leute einziehen lassen. Ja, so ein Sauwetter. Schaut's mal. Boah. Da will doch keiner raus, oder? Hallo. Gut, weil es so schön ist da draußen, würde ich sagen, zimmern wir hier das erste Häuschen rein mit Meerblick. Mit Meerblick. Nee, Schmarrn, mit Flussblick. Ich würde sagen, Hindernisse blockieren die Baustelle. Wow, genial ist. Passt mal auf, wir richten nach Süden aus. Das ist dann so, Hauptsache die stehen sich nicht gegenseitig im Weg. Also, der soll da jetzt schon schön rausschauen können. Ja, so. Dann da runter. Ist ins Wasser nicht. Wir gehen da schon ein bisschen nach oben. Ungefähr hier hin. Zack. Super genial. Sehr schön. Dann können wir da gleich mal das Fundament hinzimmern. Das wird nämlich hier unser zweites Häuschen. Das kriegt hier nämlich auch einen Garten hinten raus. Vorne dran noch ein paar von den schönen Dingen im Leben. So, 2. Da haben wir keinen Holzstamm mehr. Boah, so ein Wetter. Also muss ich mal schnell schauen. Irgendwie haben wir da einen Haufen, das nicht funktioniert. Oh, ich muss mein Lager noch reparieren. Unbedingt. Die Näherei hat nichts mehr. Wir schauen mal, was fehlt dir denn? Trinkschlauch, kein Material. Kein Leingarn mehr. Ja, wir haben jetzt Frühling. Wir können auch kein Leingarn mehr bauen. Es ist halt einfach so. Leingewebe, der kann auf jeden Fall noch ein paar Säckchen bauen. Die brauchen wir sowieso immer wieder. So. Dann passt es. Stiefel und Säckchen.
Super. Die Schmiede hat natürlich wieder mal keine Bronze mehr. Ja, ich dachte es mir. Kein Material? Kein Leingarn, ja, okay. Keine Bronze. Das muss ich heute Nacht wieder ändern. Das heißt, ich gehe wieder auf Bronzejagd. Was haben wir in der Landwirtschaft? Naja, ich denke, da geht uns einfach das Material aus. Das ist im Frühling, das ist ganz normal. Bombewurf hat kein Material und der Dünger hat kein Material. Das können wir lassen. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist okay. Der macht hier Roggen. Damit kann ich ganz gut leben. Tierfutter ist momentan eh... lass mal lieber. Mohn. Können wir den Mohn machen? Wartet mal. Wir machen nochmal da schnell ein bisschen weniger. Tierfutter könnte man bauen, aber wollen wir nicht. Mohn haben wir kein Material. Kein Material. Kein Material. Kein Material. Turmbewurf. Haben wir auch kein Material. Genau. Das würde ich dann mal weglassen. Ich würde es einfach so lassen. Ne? Ist ja nicht so schlimm. Was haben wir noch? Oh, in der Gewinnung. Da fehlt es. Ja, am Brunnen. Das ist nicht so schlimm. Das Häuschen hier ist im Bau. Passt alles. Einwandfrei. So. Herrliches Wetter, ne? Also es ist super. Es schüttet wie aus einer. Das ist eigentlich so eine richtige Situation. Da könnte man sich mal einen Tee reinschlürfen. Herrlich. Bei uns regnet es übrigens im Moment auch gerade so ein bisschen. Es passt also alles wie die Faust aufs Auge. So. Echt nicht gut. Dann holen wir uns ein paar Materialien. Und da würde ich mal echt schauen. Wir werden nochmal hintergehen und dort ansehen, wie es da schüttet. Da müsste eigentlich jetzt so ein Rinnsal geben, ne? An den Wegen da so entlang, so ein bisschen so ein Wasser, das da runterläuft. Eigentlich ist dann auch dieser Fluss hier hinten gefährlicher, wenn es regnet, denn hier läuft ja alles in diese Schlucht zusammen, ne? Der hier müsste eigentlich ansteigen und zwar relativ schnell, so im wahren Leben, denn da ist da hinten zwar die Quelle, wo das Wasser rauskommt, aber das ganze Wasser, das hier über die Hänge herunterfließt, das ist ja immens viel, das sollte sich eigentlich hier unten drin sammeln. Aber gut, alles halb so wild, alles halb so wild. Sind wir froh, dass der nicht über die Ufer tritt und dass unser Bub dort auch keinen Schmarrn nicht macht. So, halt, wir müssen nochmal ganz kurz zu unserem Esel. Charlie, armer Esel. Wir reparieren nochmal schnell ein paar Sachen. 23, die reichen auf jeden Fall. Ich denke, dass wir da nicht so viel haben. Es ist hier irgendwo. Wo ist es denn? Da ist es. Seht ihr? Rechtwand. Oh, halt. Nee. Da. Reparatur. So. Zack. Sehr schön. Ist wieder repariert. Da werden wir dann auf jeden Fall irgendwann mal eine neue bauen. Also ein neues bauen müssen. So. Dann gucken wir mal. Was können wir denn? Was könnten wir denn verbrechen? Also wir haben Dünger haben wir ohne Ende. Oh, ich wollte nachschauen, wie weit das die mit meinem Feld sind. Ich habe zwei Felder angelegt. Die dürften da die Leinsamen ja weggebracht haben. Den Roggen, den werden sie da nicht ausbringen können. Wir schauen mal ganz kurz nach. Oh ja, genau. Hier, die Axt ist auch was durch. Da werden wir uns dann eine Bronzeaxt mitnehmen. Was dem wohl geschuldet sein wird. Warum ist diese Axt so kaputt? Soll ich sagen? Ich habe die erste Holzlieferung hergerichtet. Und das war nicht gerade wenig. So, hier oben. Oh, sehr schön. Die sind hier ganz brav am Bergling. Wie sieht es hier aus? Oh, die bringen schon. Die bringen auch Dünger aus. Hier ist schon wieder alles angepflanzt. Sehr, sehr schön. Jawohl. Läuft. Läuft gut. Das muss man dann mal erst durchorganisieren. Ja, Wahnsinn, wie es da schüttet. Seht ihr das? Das ist ja nicht mal bei... Oh, 11. Sind wir mittlerweile bei 11. Das ist ja der Wahnsinn. 1, 2. Oh, haben die kein Material mehr? Nee. Alles gut. Warum sind wir denn hier bei 11? Ah, ja. Weil die hier nichts haben, ne? Kein Material. Ja. Da oben ist 11. Angezeigt. Naja, sei es drum. Gut. Dann schauen wir mal, wie organisieren das. Ich würde dann das Roggen am letzten Tag selber ausbringen, wenn man denn das überhaupt ausbringen kann. Wartet mal, ich schau mal ganz kurz. Ich habe ja mein Säckchen dabei. Welt. Ich glaube, Roggen habe ich... Oh, der ist nur im Herbst ausbringbar. Oh. Das ist natürlich schlecht.
Warte mal, dann müssten die doch den eigentlich ja geerntet haben. Stopp. Komm mal her. Da müssten wir doch eigentlich Roggen haben. Ja, wir haben Roggen. Gott sei Dank. Da müssen wir dann echt mal schauen, ob wir den Roggen dann. Ich habe das irgendwie völlig übersehen. Passt. Dann sind die da jetzt erstmal versorgt mit Arbeit. Wartet mal. Dann würde ich das fast so lassen. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Das habe ich ja völlig übersehen. Na, Gott sei Dank. Das sind dann fast 300 Roggenkorn. Wie sieht's denn mit dem Tierfutter aus? Ah, das haben wir noch so viel, da brauchen wir das Roggenkorn nicht verarbeiten. Passt, läuft. Dann kann ich das jetzt auch mit reintun. Das hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht kaufen müssen. Jetzt so im Nachgang. So. Jetzt passt mal auf. Normalerweise wird man ja relativ. Ich habe hier noch einen Pflaumensaft. Den Pflaumensaft bringen wir weg. Den können unsere Leute trinken. Ich haue mir hier jetzt mal schnell was zum Essen rein. So. Sehr schön. Dann brauchen wir unseren guten. Na komm. Oh. Also, die Motivation in Eselform. Ne? So ganz gemütlich. Jo. Herrchen, alles easy. Ich komme ja schon. Locker bleiben. Genieß noch eine Runde Tee. Alles gut. Bin schon da. Der ist tiefenentspannt, der Kerl. So. Wir nehmen mit Baumaterial. Ein paar Holzstämme. Oh, das sind ein paar wenig. Da müssen wir. Ah, da werden wir dann die Produktion hochdrehen. Da werden wir dann die Produktion hochdrehen müssen. Okay. Steine sind auch fast keine mehr da. Irgendwie. Dann würde ich mal schnell die rüberbringen zu ihm. Da glaube ich, sind noch welche drin. Ja, zwei Stück. Das ist ja nichts. Oh je. Die Stöcke können wir ja wegtun, weil wir werden keine Stöcke brauchen. Dann mal her. Die haben wir dann da rein. Bretter haben wir noch. Die nehmen wir auch mit. Da nehmen wir mal welche mit. Das ist ja nicht so schlimm. 25. Dann rauf auf den Esel und ab durch die Mitte, ne? Würde ich sagen. Dann bauen wir da unten jetzt unser zweites Häuschen. Da muss er ganz schön schuften, der Kerle. Boah. Es ist echt so ein Sau wieder. Ja, der Wahnsinn. So. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Wetter nicht mag? Ja, habe ich schon. So. Aber der Rasimir ist ja voll flexibel. Komm, mach weiter. Ich hoffe, dass der Hammer noch so einigermaßen reicht. So. Ah ja, verändert sich jetzt schon der Sound, obwohl eigentlich nur das Grundgerüst steht. So, zack, zack. Hier können wir zumachen. Sehr schön. Und jetzt ein Reetdach. Da machen wir natürlich wieder das gute Dach drauf. Denn das lassen wir uns hier nicht entgehen. Hier. Zack. Das gute Dach. Hier ebenfalls das gute Dach. Hier machen wir zu. So. Da, la. Et voilà. Hier machen wir auch zu. Hier ebenfalls.
da oben ebenfalls. Und hier lassen wir offen. Dann haben die nämlich so richtig schön eine Aussicht. Super, ich glaube, ich habe alles. Halt, da haben wir noch. Hier, na komm. Nee, noch ein Stück. Jetzt. So, alles innen drin. Super gut. Okay, dann lasst uns mal anfangen, hier das Zeug wegzuhauen. Sehr schön. Können wir jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen? Zack, Holzstamm. Ja, das ist natürlich jetzt nicht wirklich gut vorbereitet. Dann nehmen wir Steine, nix. Eselchen, was ist los? Magst du einer? Da ist aber noch nichts fertig. Sag's dir gleich. Da ist noch gar nichts fertig. Zack, zack, zack. Mal ein bisschen Holz raushauen. Dann können wir dann gleich mal mit den Steinen anfangen. Ja, da fehlt schon mal ein bisschen was. Ein paar Holzstämme und ein bisschen Steine. Wow, ja, so ein Bauwetter. Und dann noch keine Steine. Echt nicht schön. Gar nicht schön. Aber solche Tage gibt es halt auch. Wow, da kriege ich ja gleich Schnupfen. Schön weiterbauen. Ich glaube, ich habe noch irgendwo Steinchen rumliegen. Ups, keine Rohstoffe mehr. Wie schaut's denn aus? Haben wir denn noch irgendwas, was wir verbauen können? Nö. Aber ich bin mir fast sicher, ich habe hier irgendwo Steine rumliegen. Bett. Da, Steine. Wusst's. Irgendwo liegt immer irgendwas rum. 27 Stück Steine, die können wir mal einpacken. Sonst noch? Nö. Da liegt nichts mehr. Wenden habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Ausdauer zu niedrig. In Spruch können wir. Liegt hier noch? Nee. Okay, also. Ist definitiv so. Müssen wir in der Nacht wieder was organisieren. Aber wenn ich eh in die Mine gehe, dann wird ja das eh besser. Haben wir jetzt hier noch ein bisschen was drauf. Eselchen, und dann gehen wir jetzt mal in die Mine. So, da. Jawohl, hier schön dicht machen. Zack. So. Genau, man muss da nochmal gucken. Was nämlich nicht angezeigt wird, sind auf der Karte Bären. Also wenn... Passt mal auf. Halt. Warte. Ne? Hier. Na komm. Zupp, wilde Tiere. Doch, wird angezeigt. Sehr schön. Da hat mich letztes Mal einer erwischt. Ich glaube, wenn mich ein zweiter erwischt hätte, dann wäre es durch gewesen. Dann hätte es mich anpacken können. Dann hätte er, na da, die Dynastie, naja, handeln müssen. Wahrscheinlich wären, das ist mal interessant, vielleicht ist es ja schon mal jemandem passiert aus der Community, dass die dass man selber gestorben ist, schon einen Nachfolger hatte und wie das dann so läuft, ne? Wenn der 2 oder 3 ist, ob man dann mehrere Jahre warten muss und ob man dann das Geschick dabei übernehmen kann, also zwar nichts selber bauen oder so oder hin und her, aber irgendjemanden oder zumindest die Produktion dann so einstellen, dass es passt. Das wäre interessant. Ist denn schon mal jemand gestorben? Ich glaube, da muss ich mal eine Umfrage machen. Ich und meine Umfragen. Gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir. Boah, das wird so cool. Hier unten so darüber. Dann hier unten so entlang. Hier oben noch eine zweite Reihe rein. Dann wird es hier so das Dorfzentrum, so an der Straße entlang. Hier hinten dann die Landwirtschaft mit der Tier. Mit den Tieren. Hier dann unsere Händler rein. Naja, das wird cool.
Da freue ich mich schon drauf. So, also, schaut jetzt aus. Hast du nicht mehr, du hast noch Federn. Habe ich noch irgendwas, was ich weglegen würde? Oh, wir haben ja nur noch 60% in der Bronzespitzhacke. Das kriegen wir aber auch hin. Ich würde sagen, wir gehen mal und holen uns ein bisschen was Sudeler. Auf geht's. Wir legen die Federn noch ab. Und dann geht's eigentlich schon dahin. Et voilà. Sehr schön. Okay. Die Federn, die würde ich halt, die würde ich gleich oben hier in der Hütte platzieren, weil dann können wir nämlich da wieder schön Ding draus machen. So. Genau. Hier haben wir die Federn raus. Da habe ich hier schon ein bisschen was am Tisch hingelegt. Steine und Stöcke. Dann haben wir nämlich jetzt hier noch die Federn raus. So wie es gehört. Was sind sie denn? A, B, C, D, E, F, F, Federn. Ach, die habe ich am Tier. Ich bin eine. Ihr habt sie nichts zum Tor oder am Bock auf Arbeit, weil. Oh. Habt ihr es kein Messer? Der Landwirt hat keine. Oh nein. Gegenstand Haferkorn. Okay, der hat kein Haferkorn. Ei. Bei einer Gewinnung? In der Jagd? Nee, da ist alles gut. Fische, Jagdhütte? Die haben noch. Also Messer sind noch da. Na, ich würde sagen, das ist okay. Das ist okay. Ihr werdet es dann schon machen. So, jetzt halt hier. Auf geht's. Die Federn raus. Das sind zwar nur ein paar Gramm, aber Federn sind Federn. So, erledigt. Dann lasst uns mal zur Mine wirbeln. So, auf zur Mine. Halt. Wir markieren uns. Wir brauchen es uns eigentlich nicht markieren. Wir gehen einfach geradeaus durch. Einfach geradeaus. Dann passt das. So, sehr schön. Alumine, wir kommen. Da dürfen auch noch Steine rumliegen, die brauchen wir eh auch für unsere stimmt, die brauchen wir noch für unser Haus. Oder so. Scharfe Häusle bei. So, ging da noch. Nee, die habe ich schon eingepackt. Schaut an. Okay, also, Wiesel, pass mal auf, dich parken wir hier. Da kommen wir einmal rundum. Und dann warten wir dich hier am Ausgang. Da muss ich nicht so weit laufen. Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwann mal. Nee, ich will ja nicht bauen. Ich will ja. Okay, Hacke Peter machen. So. Sehr schön. Dann sollten wir da jetzt wieder ein bisschen Zeug zusammenkriegen. Problem ist, man kriegt hier viel zu viel Kupfer und viel zu wenig. Ja, ganz ruhig. Viel zu wenig vom Zinn. Ist nicht ausgewogen. Deswegen haben wir so einen Haufen Kupfer. Aber ich nehme einmal alles mit. Weil dann können wir denen mehr Zinn geben, wenn sie dann die Mine mal freischalten. So wäre die Idee. So, da. Läuft. Haben wir da? Oh, da haben wir noch Zinn. Und Rasimir geht mal wieder die Puste aus. Aber das kennen wir ja schon. Immer das Gleiche. So, bringen wir mal schnell die Steine raus. Stein. Die holen wir uns danach ab. Wir gehen jetzt hier mal rein. Oh, Salz. Salz haben wir mit. Alles, was wir haben, haben wir. Dann würde ich nämlich das einfach so mitnehmen, ne? So. Schau mal, mein Esel. Du bekommst von mir Kupfer. Salz. Zinn. Der Plan läuft. So. Da haben wir wieder Zinn. Komm her. Sehr schön. Da ist wieder nichts. Da oben hängt auch nichts rum. Ich habe immer das Gefühl, ja, man muss immer da. Oh, genau. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Es ist jetzt 3 Uhr Nachmittag. Eigentlich sollte ich wieder Kuchen liefern an unseren Buben. Das war eine schöne Quest. Das hat mir sehr gut gefallen.
So. Die nächste Salzader. Dann machen wir hier noch Kupfer. Oh, ist schon wieder zu viel. Aber es ist jetzt noch hell. Das ist eigentlich gar nicht, oh, gar nicht so schlecht. Denn dann ist Salz. Ich will eigentlich kein Salz. Aber wir nehmen mal alles mit. Wir machen die Dinge auf jeden Fall leer. So, nach dem hier rumpeln wir wieder zurück zum Esel. Den nehmen wir mit. Rasimir geht schon wieder die Puste aus. Das ist der Wahnsinn. Dass der immer so erschöpft ist. Der Kerl. Da noch irgendwas? Nee, da ist noch Zinn. Ah, den können wir auch noch mitnehmen, ha? Komm. Zinn, Zinn, Zinn. Zinn. So, okay. Dann hoch zum Esel. Oh, Bub, der geht schon wieder die Puste aus. So, sehr schön. Kupfer weg. Salz weg. Zinn weg. Jawohl. Und die Steine bringen wir raus. Es regnet immer noch. Na, ich hoffe, dass wir mir dann morgen wenigstens wieder schönes Wetter haben. Das ist nämlich echt nicht so schön. Und genau. So, diesmal machen wir. Oh, ich habe Kupfer gesehen. So, sehr schön. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wie konnte mir das nur passieren? Hier, Zinn. Ja, damit. Super gut. Da hinten ist auch noch mal Zinn. Jetzt ist es ja hell draußen. Dann ist es auch hier in der Ding helles. Aber ich habe nicht mal meine Fackel dabei. Müssen wir uns noch eine organisieren. Für die Nacht. Für die zweite Mine. Also ich muss immer zwei Minen ausleeren, damit genügend Zeug da ist. Es muss auf jeden Fall reichen. Ich muss mal schnell schauen. In die Technologie. Ich möchte nämlich unbedingt die Mine haben. Wir sind jetzt bei 3500. Wir haben noch 1500 auf dem Ziel. Das kriegen wir schon hin. Das ist eine Bautechnik. Das sollte eigentlich dann schon hinhauen. Da freue ich mich schon drauf, wenn das dann endlich durch ist, weil dann müssen wir nicht mehr hier rein. Und genau. Es läuft dann. So. Wieder mal. Ein geschmeidig. Sehr schön. Du, 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 bi, du. Dann wieder. Da ist Zinn. Nehmen wir das Zinn mit. Gut. Dann machen wir jetzt hier meinen Deckel drauf, weil ihr mir nicht unbedingt zuschauen müsst, wie ich hier das Zeug aus der Ader, Mine raus. Ader. Oh, leicht überladen. Wartet mal. Und ich verlinke euch noch die Playlist hier. Und natürlich auch noch den Stream, also die Playlist vom Stream. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr freitags mal vorbeischauen würdet im Stream. Dann bis zur nächsten gemütlichen Runde Medieval Dynasty. Euer Fuchs. Ciao.